Hallo, ich bin der Christa, österreichischer Handelsagent von Rome Snowboards, und ich möchte euch hier ein weiteres Board aus der Stahle Collection, nämlich das Mod, vorstellen. Das Stahle hat ja drei Boards bei uns in der Kollektion: das Stahle Fish, Stahle Cruiser und eben das Mod. Falls ihr dem Stahle noch nicht folgt auf Instagram, macht es bitte. Macht irrsinnig Spaß, ihm beim Snowboarden zuzuschauen. Er ist ja auch super erfolgreich, das heißt, er ist ein Style-Gesamtsieger, Olympiamedaillengewinner und so weiter. Wenn der Stahle Gas geben will im Park, das heißt hohe, weite Sprünge, fette Kicker oder auch in der Pipe, dann ist das Mod das Modell seiner Wahl, weil das Mod einfach das Board bei uns in der Line ist, das am allermeisten Pop hat. Warum ist das so? Das Mod hat die klassisch positive Vorspannung. Boards, die eine klassisch positive Vorspannung haben von Haus aus schon irrsinnig viel Pop, haben irrsinnig gute Eisgriffigkeit und Laufruhe. Und wir verstärken das nochmal beim Mod, indem wir hier unsere Hot Rods einsetzen. In dem Fall sind es insgesamt 4 Stück, 2 in der Nose und 2 im Tail. Ihr müsst euch vorstellen, dass hier zuerst der Kern ausgefräst wird und dann dünne, hohle Röhren aus Carbon jeweils in den Kern eingesetzt werden. Diese Hot Rods bringen irrsinnig viel Energie, irrsinnig viel Pop. Diese Carbonröhren sind in diesem Fall nochmal von einer Omega-Konstruktion ummantelt und in dieser auch nochmal frei beweglich, und das setzt zusätzlich nochmal Energien frei. Das heißt, kein Brettel bei uns in der Line hat so viel Pop und ist so spritzig und lebendig wie das Mod. Die Carbon-Hot Rods sind so in den Kern eingelegt, dass von unter der Bindung weg wird meine Kraft direkt in die Centerline des Boards geleitet. Mehr Pop, mehr Eisgriffigkeit, mehr Laufruhe, mehr Stabilität. Zusätzlich verwenden wir hier unseren leichtesten Holzkern, der auch irrsinnig snappy ist. Der Stahle will natürlich super schnell unterwegs sein, das heißt, wir verbauen hier unsere schnellste gesinterte Base. Gesinterte Bases sind von Haus aus schneller als extrudierte Bases, die brauchen aber auch mehr Pflege. Deshalb hier meine Bitte: regelmäßig wachsen, am besten ist immer heiß wachsen, einbügeln. Ihr werdet einfach immer perfekt gleiten und werdet einfach umso länger Freude mit dem Brettel haben. Wir haben im Mod im Bindungsbereich jeweils Impact Plates verbaut. Und so Leute wie der Stahle, die lieben das natürlich, weil nach hohen und weiten Sprüngen wirken diese Impact Plates Kernkompressionen vor und machen das Brettel dadurch nochmal um einiges langlebiger. Also kurz zusammengefasst, das Mod, irrsinnig leichtes Board, mit Abstand das Board mit am meisten Pop, das spritzigste Board bei uns in der Line, das heißt große Kicker, hohe weite Sprünge, in der Pipe, auf der Piste zum Attackieren, das Mod ist das perfekte Board. Thank you.